Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr im Licht. Lebt als Kinder des Lichtes, denn alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Aufgedeckt und erleuchtet, das Thema des letzten Sonntags, Letare. Wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Herr Heiliger Geist, erfülle jetzt unsere Herzen für diese Katechese, damit wir verstehen, was dran ist, damit wir verstehen, was deine Wahrheit ist. Denn ohne dein Lebendigwehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein noch gesund. Herr Heiliger Geist, heile du, erleuchte du und gib uns, deinem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Vertrauen in dein Licht, in deine Macht, bauen auf deine Hilfe, auf nichts anderes. Deine Gaben, deine herrlichen Früchte zum Geleit durch unser irdisches Leben. Herr Heiliger Geist, komm, erfülle unsere Herzen. Herr Heiliger Geist, wir lieben dich. Herzlich willkommen, liebe Freunde, an diesem fünften Sonntag der Fastenzeit, Lesejahr A, 26.03.23. Zur ersten Katechese zum Thema Auferweckt und lebendig. Auferweckt und lebendig durch den Geist Gottes, der in uns wohnt. Und heute, wunderbar, Lazarus, komm heraus. Und wie wir im Gebet zu ihm gehört haben, wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten. Und Christus, ja, Christus wird dein Licht sein. Wir schauen gleich, was das Wort Gottes uns dazu sagt. Wir bleiben ganz beim Wort Gottes in dieser Katechese A. Nur einige Sätze aus der Botschaft der Liebe gleich vorweg. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Das Leben, das ich in euch zu leben versuche, ist ein Leben, das ihr euch noch gar nicht vorstellt, noch nicht kennt. Ja, es ist noch sehr fern von euch, dass wir uns noch gar nicht vorstellen, noch nicht kennen, obwohl wir so brav sind, so viele Jahrzehnte schon bekehrt im Glauben leben. Seht ihr, liebe Freunde, das sind die gewaltigen Dimensionen. Deswegen schauen wir uns an, was Ezechiel zu uns sagt in der ersten Lesung. Ezechiel 37, 12b bis 14. Deshalb tritt als Prophet auf und sagt zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus, Spruch des Herrn. Seht ihr, was ist da wichtig? Dann werdet ihr erkennen. Dann werdet ihr erkennen. Erst wenn wir lebendig werden, erst wenn wir unsere Gräber öffnen lassen, erst wenn wir herauskommen aus unseren Gräbern, erkennen wir, wie der Herr wirklich ist, wer der Herr wirklich ist. Solange wir noch im Halbdunkel, im Dunkel sind, gefangen in unseren Gräbern, erkennen wir nicht, wer der Herr ist, dass er der Herr über alles ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir dort und da noch so stark in unseren alten Gräbern sind, uns wieder hineinziehen lassen durch die Schwerkraft in das Grab hinunter. Die Schwerkraft zieht uns ja immer wieder hinunter. Das Natürliche zieht uns auch immer wieder hinunter. Deswegen brauchen wir das Übernatürliche, das Leichtgewichtige, das uns wieder hebt, das uns fliegen lässt. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig.
Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Leben. Jener Geist so vergessen, auch in der Kirche. Natürlich gibt es kein Vakuum. Wir leben immer in einer Welt des Geistes. Wenn der Heilige Geist nicht die Macht, das Licht entfalten kann, dann leben wir im Einflussbereich des Ungeistes. Der Geist, der Ungeist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Sein Geist macht lebendig. Und Christus, der Lazarus auferweckt hat. Lazarus, komm heraus. Setze deinen Vornamen ein. Christus spricht zu dir. Franz, komm heraus. Komm heraus aus deinen Gräbern. Franz, komm doch heraus und lass dich erhellen. Ein Thema, das ganz pfingstlich ist, könnte eine Pfingstkatechese sein. Wir merken schon, das ganze Jahr hindurch ist Pfingsten. Das ganze Jahr hindurch bereiten wir uns vor auf das Pfingsten in unserem Herzen. Der Heilige Geist. Wir sind krank, wir sterben, so wie Lazarus. Und der Herr kommt und weckt uns zu neuem Leben. Ein Mann war krank, Lazarus aus Bethanien. Und Jesus sagt gleich zu Beginn, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Also so vieles, alles dient der Verherrlichung Gottes. Dass wir die Macht Gottes an diesen Dingen erkennen. Durch sie, durch diese Krankheit, soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus bleibt extra noch 2 Tage an dem Ort und kommt dann erst hin zum Lazarus, wenn er schon 4 Tage im Grab ist und schon übel riecht. Auch wieder ein Zeichen dieses Übelriechen, der fehlende Duft, der fehlende anziehende Duft, das verdeckte Gesicht eingebunden, tot. Ja. Das alles ist auch ein geistliches Bild immer für uns. Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe, um ihn aufzuwecken. Auferweckt und lebendig. Das Thema dieses 5. Sonntags der Fastenzeit. Auferweckt. Und das muss laufend geschehen, liebe Freunde. Laufend geschehen, immer wieder geschehen. Der Heilige Geist, werden wir gleich hören im Römerbrief, er muss in uns wohnen. Er muss Wohnung haben in uns. 3, 4, 5 Gebetszeiten pro Tag, auch das ist zu wenig. Der Heilige Geist muss wohnen in uns. Was hilft es, wenn du von der 5. Gebetszeit weggehst und der Geist Gottes nicht in dir ist? Auferweckung, lebendig, nur wenn wir im Geist leben. Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Seht ihr nicht? Jetzt kommt das große Thema auch dieses Sonntags. Wir müssen glauben. Wir müssen vertrauen. Wie es auch im Gebet, Einleitungsgebet aus der Pfingstsequenz geheißen hat, gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Dem Heiligen Geist vertrauen, der Liebe Gottes vertrauen, auf seine Hilfe bauen als Voraussetzung, dass wir seine Gaben erhalten. Glaube, es steht und fällt alles mit einem lebendigen, felsenfesten Glauben. Ich will, dass ihr glaubt. 4 Tage schon im Grab. Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Also schon ein starker Glaube. Und dann ganz typisch, was bei uns immer ist, ja, alles in der Ewigkeit, am jüngsten Tag. Ja, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Es geht nicht nur um den jüngsten Tag. Es geht um hier, jetzt und heute. Es geht um dieses irdische Leben, in dem wir zu Propheten werden sollen. Zu Propheten, die sich selbst und den anderen zusprechen. Steh auf von den Toten. Lass dich herausholen aus deinem Grab. Lass dich lebendig machen. Und dann dieses gewaltige Wort Jesu, das wir auch aus der Botschaft der Liebe schon gehört haben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Wer an mich glaubt, wird leben. Glaubst du das? Und Christus, der Herr, unser geliebter Herr
und König, unser Bräutigam. Er fragt dich, er fragt mich. Setz wieder deinen Vornamen ein. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Und Martha, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Der Heilige Geist, sein Wirken braucht unseren Glauben, einen festen Glauben. Dann vor der Auferweckung, zweimal Jesus im Innersten erregt, erschüttert, sogar er weinte. Sagte ich dir nicht, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann ruft Jesus mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Das ist das, so gehen wir, liebe Freunde, durchs Leben. Unsere Hände und Füße gebunden, dass wir nicht helfen können, dass wir nicht dorthin gehen, wo der Herr uns gehen lässt, weil wir noch in der Sklaverei unserer Gräber sind. Unser Gesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Das Leben ist anstrengend und schweißtreibend. Und die Menschen sehen nicht Christus aus unserem Gesicht leuchten. Die Menschen sehen nicht den Geist Gottes aus unserem Gesicht leuchten. Sie sehen nicht aus unserem Gesicht die Begeisterung. Unser Gesicht verhüllt mit der Mühe, mit der Sorge, mit den Nöten des Alltags. Seht ihr, liebe Freunde? All das ist wichtig im Evangelium, in den Lesungen. Jeder einzelne Satz, jedes Wort ist ganz, ganz wichtig. Nehmt euch die Zeit. Geht es durch, Wort für Wort, Satz für Satz, ruhig im Heiligen Geist. Und ihr werdet staunen, was da rauskommt. Löst ihm die Binden, lasst ihn weggehen. Die Freiheit, die Freiwilligkeit der Liebe. Alle Binden werden gelöst. Die Masken der Corona-Zeit haben uns gezeigt, wie schrecklich es ist, wenn wir die Gesichter nicht mehr sehen. Meine Mutter versteht mich nicht als Hörbehinderte, wenn sie nicht meinen Mund sieht, meine Gestik sieht. All das ist auch geistlich zu verstehen. Als Propheten auftreten, Worte Gottes sprechen, was der Geist uns eingibt. Und dann heißt es, so viele kamen zum Glauben an ihn. So viele kamen zum Glauben an ihn. Was sagt Paulus jetzt zusammenfassend uns an diesem fünften Sonntag der Fastenzeit? Römer 8, 8 bis 11. Oh, eine meiner Lieblingsstellen. Ich habe so viele Lieblingsstellen. Wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Seht ihr, der ewige Kampf, den wir eigentlich gar nicht wollen. Er ist uns zu unbequem. Wir möchten lieber auf der Couch sein, entspannt auf der Couch liegen. Aber der ewige Kampf zwischen Geist und Fleisch. Fleisch nicht als Verachtung des Irdischen, nicht als Verachtung des Körpers, nein, überhaupt nicht, ist oft missverstanden worden. Sondern Fleisch, einfach das, was sich nicht dem Geist Gottes öffnet, das, was im Grab bleibt, das, was tot bleibt, das ist Fleisch. Hier gemeint, in diesem Zusammenhang, auch von Johannes so gedeutet. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt. Warum? Da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Seht ihr, wie es eingangs bei Ezechiel geheißen hat? Raus aus den Gräbern, zweimal identisch. Ich öffne eure Gräber, ich hole euch heraus, dann werdet lebendig sein. Ja, Geist, hier wieder dreimal. Was sagt Paulus dreimal in diesen wenigen Sätzen? Der Geist Gottes, der in euch wohnt. Das erste Mal. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Das zweite Mal. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Dreimal in diesen wenigen Sätzen, der Geist, der in uns wohnt. Wir kommen immer mehr drauf, in vielen Zeugnissen, der Geist, der in uns wohnt, 24 Stunden pro Tag, 365 und 366 Tage pro Jahr. Und sobald der Geist Gottes nicht mehr wohnt in uns, lebendig in uns, sich ausbreiten kann, uns schützen kann, uns erleuchten kann,
wenn wir das Vertrauen nicht haben, seinem Wirken gegenüber, wenn wir nicht auf seine Hilfe bauen, sondern auf unsere eigene Kraft, auf die Hilfe der anderen. Natürlich helfen uns oft Menschen und trotzdem ist der Geist Gottes, der diese Menschen motiviert, uns zu helfen. Aber die erste Zuversicht, das erste Vertrauen, immer zum Heiligen Geist, der in uns wohnt. Auferweckt und lebendig im Geist Gottes, der in uns wohnt. Das ganze Thema dieses Sonntags. Auferweckt und lebendig im Geist Gottes, der in uns wohnt. Dann kann ruhig der Leib tot sein aufgrund der Sünde, aber der Geist ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit, aufgrund der Liebe, aufgrund der Erlösung. Dann kann Leib tot sein, das heißt, das Leibliche, das Natürliche, da kann vieles daneben gehen. Herr, warum lässt du das zu? Was geht da ab? Was geschieht da in meinem Leben? Das kann alles daneben laufen. Und schaut einmal an, diese armen Menschen, ein Großteil der Menschheit lebt in Not, in Elend, lebt nicht im Licht des Glaubens. Der Ukraine-Krieg, die ganzen Erdbeben, die Klimakatastrophen, die immer schlimmer werden. Das ist alles, auch wenn das alles tot ist, auch wenn die Krankheiten sind. Niemand von diesen Menschen ist ausgeschlossen vom Heiligen Geist. Und unsere Aufgabe wäre es, über Internet könnte die, über die ganze Welt schon, in die ganzen Krisengebiete, denn ein Handy hat fast ein jeder, auch in den armen Ländern, ein Handy hat fast ein jeder. Und das Licht Christi, das Licht des Geistes könnte jetzt schon die ganze Welt durchdringen, liebe Freunde. Und so heißt es so schön beim nächsten großen Treffen von Caris, 2. bis 4. November, 23 in Rom, wo Papst Franziskus mit dabei ist, Kardinal Cantalamessa mit dabei ist und viele andere. Called, transformed and sent. Gerufen, verwandelt und gesandt. Seht ihr, liebe Freunde, wir sind eine Jüngerschaftsschule. Und wenn du deinen Fuß nicht mehr aus dem Haus setzen kannst, meine Mutter kann den Fuß allein nicht mehr aus dem Bett raussetzen. Sie ist eine große Missionarin. Sie ist eine der besten Mitarbeiterinnen von uns in der Bewegung Werk der Liebe, in der Efforta-Gruppe. Seht ihr? Warum? Weil sie im Herzen mitgeht. Weil sie im Herzen, in ihrem Gebet uns mitträgt. Das kannst du auch machen. Und du wirst staunen, was in deinem Leben geschieht. Du wirst staunen, was in deiner Verwandtschaft geschieht. Du wirst staunen, was in deiner Pfarre geschieht, auf deinem Arbeitsplatz geschieht. Du wirst staunen, was in Österreich geschieht. Liebe Freunde, der Geist Gottes, der in uns wohnt, der Geist Gottes, von dem wir mehr und mehr bestimmt werden, das Leibliche, das Natürliche, kann ruhig gereinigt werden und Schlimmes durchmachen, Leiden, Schmerzen, Kreuze. Aber es ist alles bereits erlöst. Und wenn wir alles in das Licht Christi bringen, auferweckt und lebendig, aufdecken lassen, die Verbindung vom letzten Sonntag her, merkt ihr, wie der Geist Gottes uns immer weiterführt, in einer harmonischen Einheit. Ein Thema geht ins andere über. Und ich habe jetzt wieder gehört von jemandem, der ein uraltes Thema ausgegraben hat. Im Paradies, plötzlich ist mir der Gedanke gekommen, im Paradies, da war doch eine Katechese und hat die Katechese angehört, eine alte Katechese von ein paar Monaten, im Paradies. Und plötzlich ist in seinem Herzen Paradies geworden. Nicht nur für einen Augenblick. Bitte, liebe Freunde, nehmt diese Katechesen ernst. Nehmt sie ganz ernst. Schaut immer wieder rein. Und jetzt auch Instagram. Schaut rein. Nehmt es ernst, wenn wir dort sind als Bewegung Werk der Liebe. In diesem Sinne, der Geist Gottes, der lebendig macht, der uns lebendig macht, der uns aus unseren Gräbern heraufgeholt hat und mehr heraufholt, aber aufdecken lassen, wo wir noch im Grab sind, erleuchten lassen, vom Licht erfüllen lassen, vom Licht des Geistes. Und das Leibliche kann ruhig dort und da noch gereinigt werden. Aber der Geist, er wird immer freier. Den Geist kann niemand einschränken, kein Machthaber der Welt, kein Gefängnis der Welt. Der Geist ist Leben. Und dreimal, wenn der Geist Gottes in euch wohnt. Liebe Freunde, mein herzlicher Wunsch an dich, an euch und auch an mich, wo ich gleich sage, bitte, bitte, betet viel mehr für mich. Ich brauche euer Gebet viel, viel mehr. Danke, dass ihr schon regelmäßig betet. Ich brauche es noch viel, viel mehr.
in meiner ganzen Zerbrechlichkeit, in meiner ganzen Schwäche, in meinen ganzen Einschränkungen, beten wir füreinander und freuen wir uns, dass der Heilige Geist mehr und mehr in uns wohnt, dass wir mehr und mehr auferweckt werden, mehr und mehr lebendig werden und mehr als Auferstandene, als Lebendige durchs Leben gehen, ohne verhüllte Gesichter, ohne gefesselte Hände und Füße, frei, offen, um dem Geist Gottes zu folgen. In diesem Sinne, liebe Freunde, einen gesegneten 5. Sonntag der Fastenzeit. In großer Vorfreude auf die Auferstehung. In großer Vorfreude auf das Pfingstfest. Durch Leiden, Sterben hindurch zur Auferstehung. Baba, pfiat euch. Ciao, ciao.